Hier in diesem Saal wollen wir schon bald den ersten Gottesdienst der BEG am neuen Standort feiern. Herzlich willkommen und wir freuen uns, wenn Sie dann live dabei sein können, sei es über den Livestream oder noch besser hier vor Ort in Mellendorf. Es war ein langer Weg, den Gott uns bis hierher als Gemeinde geführt hat. Und wir wollen uns immer wieder vom Psalm 103 daran erinnern lassen, lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss es nie, was er dir Gutes getan hat. Heute noch einmal eine Predigt vom Mai 2021 über einen Mann, der ebenfalls einen weiten Weg gehen musste und der auf diesem Weg immer wieder Antwort zu geben hatte auf die Frage, standhalten oder weichen? Standhalten oder weichen? Das ist das Thema der folgenden Predigt. Und Sie wissen natürlich, es geht um Abraham. Dazu 1. Mose 12 ab Vers 10 der Predigttext. Es kam aber eine Hungersnot in das Land. Da zog Abraham hinab nach Ägypten, dass er sich dort als ein Fremdling aufhielte, denn der Hunger war groß im Lande. Und als er nahe an Ägypten war, sprach er zu Sarai, seiner Frau, siehe, ich weiß, dass du eine schöne Frau bist. Wenn dich nun die Ägypter sehen, so werden sie sagen, das ist seine Frau und werden mich umbringen und dich leben lassen. So sage doch, du seist meine Schwester, auf dass mir es wohlgehe um deinetwillen und ich am Leben bleibe um deinetwillen. Als nun Abraham nach Ägypten kam, sahen die Ägypter, dass seine Frau sehr schön war. Und die Großen des Pharao sahen sie und priesen sie vor ihm. Da wurde sie in das Haus des Pharao gebracht und er tat Abraham Gutes um ihretwillen und er bekam Schafe, Rinder, Esel, Knechte und Mägde, Eselinnen und Kamele. Aber der Herr plagte dem Pharao und sein Haus mit großen Plagen um Sarais, Abrahams Frau, willen. Da rief der Pharao Abraham zu sich und sprach zu ihm, warum hast du mir das angetan? Warum sagtest du mir nicht, dass sie deine Frau ist? Warum sprachst du denn, sie ist meine Schwester, sodass ich sie mir zur Frau nahm? Und nun siehe, da hast du deine Frau, nimm sie und zieh hin. Und der Pharao bestellte Leute um seinetwillen, dass sie ihn geleiteten und seine Frau und alles, was er hatte. So, die Suche nach dem Mikrofon. Jetzt ist es an der richtigen Stelle, danke. So, es ist gut, dass man Leute hat, die auf einen aufpassen. Lasst uns zu Beginn beten mit der Liedstrophe von Otto Riedmüller. Zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruh. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Amen. Liebe Gemeinde, standhalten oder weichen, darum wird es heute gehen. Weil Abraham genau vor diese Entscheidung gestellt wurde, standhalten oder weichen. Letzten Sonntag haben wir ja miterlebt, wie Gott diesen Mann ganz persönlich angesprochen hatte, um mit ihm einen großen Plan zu verwirklichen. Ein Plan, von dem wir noch heute betroffen sind, obwohl das Ereignis ca. 4000 Jahre zurückliegt. Warum ausgerechnet Abraham, könnte man fragen. Seine Herkunft, seine Tradition waren durchschnittlich. Abraham war ein typisches Kind seiner Zeit. Er kam aus einer heidnischen Familie, wuchs zunächst im Zweistromland auf, nicht weit entfernt vom Persischen Golf. Was war das Besondere an Abraham? Antwort: dass Gott ihn ansprach. Das war das Besondere, dass Gott diesen normalen Menschen mit seinen Stärken und mit seinen Schwächen in Gottes großen Plan hineinnahm. Es ging von Gott aus. Und wir haben das ja gelesen letzten Sonntag in 1. Mose 12, ab Vers 1. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Das war die Geburtsstunde des Volkes Israel.
des Volkes Israel, das die Weltgeschichte und die Weltmächte bis heute beschäftigt. Beweis? Es ist eine wichtige Frage für jeden amerikanischen Präsidenten. Wie gestaltet er das Verhältnis zu Israel? Und Sie erinnern sich dran, was für ein Aufsehen das gab, als Donald Trump 2018 die amerikanische Botschaft nach Jerusalem verlegte und damit ein altes Versprechen einlöste, das der Kongress schon 1995 beschlossen hatte. Das war damals eine Top-Schlagzeile in vielen Gazetten der Welt. So wie im 6. Jahrhundert vor Christus Gott den Perserkönig Kyros gebraucht hatte, um sein Volk aus dem Exil nach Jerusalem zurückzuschicken. Es geht immer um Jerusalem. Und hier bei Abraham beginnt diese Geschichte. Und schon damals, wie auch heute, spielte die Frage des Landes eine zentrale Rolle. Was sind die Grenzen Israels? Wie viele UNO-Resolutionen hat es inzwischen zu dieser Frage des Landes gegeben allein? Gott bringt diesen Gründervater ins Land, nach Kanaan. Warum? Weil er dieses Gebiet als Besitz für sein auserwähltes Volk bestimmt hat. Damals heißt der Mann noch Abraham. Mein Vater ist erhaben. Erst in Kapitel 17 wird er Abraham genannt. Da kommen wir noch hin. Und Abraham soll dieses Land nun nicht nur kennenlernen, sondern bei seinem ersten Durchgang durch dieses Land, das hatten wir letztes Mal gesehen, wenn Sie wollen, können Sie das über unseren YouTube-Kanal nochmal nachhören. Bei seinem ersten Durchgang, da hat Abraham schon den Besitzanspruch Gottes und den Besitzanspruch des künftigen Volkes Israel markiert und dokumentiert. Das beginnt hier in Genesis 12. Und dazu errichtete er diese Altäre, von denen wir letztes Mal lasen. Das waren nicht magische Orte, diese Altäre, sondern das waren Symbole. Symbole, das ist Gottes Land. Hierher wird Gottes Volk kommen. Überlegen Sie, zu dem Zeitpunkt gibt es noch kein Nachkommen. Zu dem Zeitpunkt ist das gesamte Volk Israel noch in dieser einen Person und seiner Frau Sarah angelegt. Aber Gott hat sich dafür verbürgt. Und Abraham lässt sich rufen. Er lässt sich in die Verantwortung nehmen in dieser Situation. Wahrscheinlich mit einem mulmigen Gefühl, das haben wir gesehen, aber trotzdem ein guter Start. Und Abraham erweist sich als ein treuer und vertrauensvoller Mitarbeiter Gottes. Als jemand, der seinem Herrn wirklich von Herzen gehorsam ist. Das lasen wir auch. Da zog Abraham aus, Vers 4, auf Gottes Ruf hin, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Und Lot zog mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran auszog. Mit 75 Jahren, da fängt das Leben an. Die Sonne scheint über Abraham, die Sonne scheint über Kanaan. Wir wissen nicht exakt, wie lange es so geht. Aber schon im nächsten Textabschnitt türmen sich dichte Gewitterwolken. Dichte Gewitterwolken über dem verheißenen Land. Und damit beginnt nun unser Predigttext heute Morgen, Vers 10. Es kam aber eine Hungersnot in das Land. Und diese Entwicklung muss Abraham wie ein Schock getroffen haben. Damit hatte er offensichtlich nicht gerechnet. Wie soll man das auch zusammenbekommen, das Land der Verheißung und Hungersnot? Wie wollen Sie das zusammendenken? Warum lässt Gott das zu? Warum mutet Gott ihm das zu? Nur einen Bibeltext weiter, nachdem Gott ihm doch diese große Zukunft für Kanaan versprochen hatte und für das ganze Volk und dass in weltweiter Perspektive die Menschheit dadurch gesegnet werden sollte. Und jetzt das? Und schneller als erwartet steht Abraham vor der Entscheidung, standhalten oder weichen. Das ist ja unser Thema heute Morgen. Standhalten oder weichen. Wird er seinen Posten dort halten? Er ist ja noch eine ziemliche Minderheit und damals wurden Minderheiten nicht so geschützt. Wie wird er mit diesem Druck umgehen, der sich jetzt zusammenbraut? Druck. Diese Situation ist wahrscheinlich jedem von uns auf die eine oder andere Weise vertraut. Das kann im Kleinen beginnen. Das ist ein jugendlicher Christ geworden. Und Gott hat ihm das aufs Herz gelegt, dass er von nun an vor dem Essen einfach still beten möchte. Nicht, um die anderen zu provozieren, sondern einfach, weil er weiß, ich verdanke das Gott. Und ich möchte ihm das sagen. Und so fängt er an, still für sich zu beten vor dem Essen.
und die Familie macht Druck. Hey, bist wohl fromm geworden, was soll das hier? Lächerlich. Standhalten oder weichen? Ein Bruder unserer Gemeinde hat gestern am 1. Mai mitten in dem ganzen Trubel der Demonstrationen einen Stand aufgebaut, um dort missionarische Literatur zu verteilen. Jesus, unser Schicksal von Wilhelm Busch. Und er wurde teilweise angepöbelt und bedrängt. Standhalten oder weichen? Er hat Stand gehalten. Verstehen Sie, Abrahams Krise kann uns helfen, diese Herausforderung für uns persönlich besser zu verstehen. Standhalten oder weichen? So wie wir letzten Sonntag von Abrahams gutem Vorbild lernen konnten, hilft uns heute möglicherweise sogar sein schlechtes Vorbild. Wobei wir nicht in der Situation sind, mit dem moralischen Zeigefinger auf ihn zu weisen, so als ob uns derartiges nicht passieren könnte. Der Mann stand wirklich unter Druck und seine Frau mit dazu. Und wir wollen zunächst verstehen, wo dieser Druck eigentlich herkommt, wie dieser Druck auf uns einwirkt und wie wir ihm möglicherweise begegnen können, wie wir damit umgehen können. Und das Erste, was wir hier sehen, ist der Druck der Umstände. Erstens der Druck der Umstände. Und dieser Druck ist unvermeidlich. Vers 10, es kam aber eine Hungersnot in das Land. Der Druck der Umstände ist unvermeidlich. Das ist ein Faktum. Dem konnte er gar nicht entgehen. Das war da. Der Druck entstand nicht dadurch, dass eine bestimmte Anzahl von Leuten befragt wurde, ob sie Druck empfindet. Und dann wurden eben die Zahlen hochgejagt. Nein, das war ein Faktum, diese Hungersnot. Und plötzlich purzeln die Börsenkurse. Eine Gefahr zieht auf, mit der Abraham nicht hatte rechnen können. Er kannte das Land ja kaum. Er kannte seine Wirtschaftsdaten nicht. Er kannte seine landwirtschaftlichen Besonderheiten nicht. Wir hatten letzten Sonntag gesagt, er hatte nicht dieses Rundum-Info-Paket vom ADAC, das wir gerne bestellen, wenn wir in ein fremdes Land reisen, hat er nicht. Und Hungersnöte, ja, okay, die traten damals immer wieder auf. Wir lesen das dann auch in 1. Mose 26, Vers 1 zum Beispiel. Da heißt es, es kam aber eine Hungersnot ins Land nach der früheren, die zu Abrahams Zeiten gewesen war. Wir lesen das dann wieder zu Josefs Zeiten in Genesis 51, Vers 56. Als nun im ganzen Lande Hungersnot war, tat Josef alle Kornhäuser auf und Abraham hat eine Frau zu versorgen. Er hat seinen Neffen Lot, er hat die ganze Schar seiner Mitarbeiter und er fragt sich, wie soll ich das jetzt schaffen? Wie soll er jetzt seiner Verantwortung gerecht werden? Und überlegen Sie, was für eine Ironie, was für eine bittere Ironie in der alten Heimat, im Land der Mondgötzen und okkulten Traditionen, da gab es jetzt Brot. Da herrschte Hochkonjunktur, aber in Kanaan. Und das zeigt uns, auch im verheißenen Land im übertragenen Sinne bleiben wir vor Not nicht unbedingt verschont. Auch als Menschen, die auf dem Boden der Verheißung Gottes leben, bleibt uns Not nicht unbedingt erspart. Das ist noch kein Zeichen dafür, dass wir am falschen Ort sind. Wie die Schwärmer manchmal sagen, dass sie sagen, nee, wenn du am richtigen Ort bist, dann musst du glücklich sein, dann musst du reich sein, dann musst du gesund sein, dann geht alles easy. Und wenn es nicht so leicht geht, wenn Schwierigkeiten kommen, ob du da unter dem Segen Gottes stehst. Hier sehen wir genau das Gegenteil. Gott lässt den Druck der Umstände manchmal zu. Und liebe Leute, es ist normal, dass wir zunächst nicht durchschauen, warum er das tut und welchen Plan er damit verfolgt. Das ist der Normalfall, dass wir das nicht durchschauen. Druck der Umstände. In dieser Woche trat im Kreis Minden-Lübbecke eine Allgemeinverfügung in Kraft, zusätzlich zu Bundesgesetz und NRW-Verordnung, wonach nur der noch am Gottesdienst teilnehmen kann, der einen tagesaktuellen negativen Corona-Test vorweisen kann. Und ohnehin darf ein Gottesdienst danach nicht länger als 60 Minuten dauern. Stellen Sie sich das mal vor für uns. Also wir unterstellen jetzt mal, dass jemand, der massive Symptome hat, von sich aus Rücksicht nehmen wird. Und wer das nicht merkt, dem wird eine verantwortliche Gemeindeleitung immer behutsam darauf hinweisen. Aber darum geht es hier ja gar nicht. Nach dieser Allgemeinverfügung müssten die Menschen vom Gottesdienst ausgesperrt werden. Also die Gemeinden müssten Menschen vom Gottesdienst aussperren, selbst wenn die völlig symptomfrei sind, nur weil sie ein positives PCR-Testergebnis haben.
von dem inzwischen fast jedes Kind weiß, wie fragwürdig das ist und wie viele Menschen falsch positiv sind, die niemanden anstecken können und so weiter. Unser Herr hat bekanntlich gesagt, dass gerade die Kranken den Arzt brauchen. Auch wenn das da primär geistlich gemeint war, aber es lässt sich auch übertragen. Und unser Herr hat die mühseligen und Beladenen zu sich eingeladen und hat gesagt, kommt her. Und jetzt sollen seine Diener mitten im Frühling auf Druck des Staates unsichtbar über ihre Kirchentüren den Satz schreiben, wer hier eintreten und Gott loben will, der muss vorher amtlich beweisen, dass er gesund ist. Das ist die Situation. Verstehen Sie, das ist die Forderung dieser Allgemeinverfügung des Kreises Minden-Lübbecke. Das ist eine Verhöhnung des Evangeliums. Was dort geschieht, liebe Geschwister, ist eine Nötigung der Kirchen, gegen ihre Grundüberzeugung zu handeln. Und die betroffenen Gemeinden stehen vor der Frage, standhalten oder weichen. Ein Glaubensbruder, der zu den betroffenen Gemeinden gehörte, schrieb mir am Freitag folgendes Zitat. Wir hoffen und beten, dass die Eilanträge gegen diese massiven Eingriffe in die Glaubensfreiheit Erfolg haben werden. Und ich hoffe auf den Mut und die Zuversicht der Gemeindeleitung und Mitglieder, notfalls zivilen Ungehorsam zu üben, falls die Eilanträge keinen Erfolg haben. Ich persönlich würde mich sehr freuen, wenn Sie ebenfalls für diese Situation beten würden. Ich gebe das hier gerne weiter. Fürbitte für die Glaubensgeschwister im Kreis Minden-Lübbecke. Druck. Der unvermeidliche Druck der Umstände, und wir können nichts dafür. Er ist da. Aber wir müssen reagieren. Wir müssen reagieren als Gemeinde, wir müssen reagieren als Familienväter und Familienmütter, wir müssen reagieren als Einzelne, wir müssen reagieren als Ärzte, als Menschen in Pflegeberufen. Jeder an seinem Platz, wir müssen reagieren. Und das gibt es ja auch in anderen Situationen. Hier ist die Sache ziemlich klar, aber es gibt ja andere Situationen, wo wir in Konflikte kommen, wo wir oftmals nicht sofort wissen, was jetzt richtig ist. Die Bibel liefert uns ja auch kein Manual für jeden Einzelfall. Sie zeigt uns die großen Linien auf, die wir dann anwenden müssen. Und eine Hilfsfrage, die sich bewährt hat für solche kniffligen Entscheidungssituationen ist, was ehrt Gott jetzt am meisten? Wenn Sie in einer bestimmten Frage entscheiden müssen und die Fakten nicht so offenkundig sind, habe ich erlebt, dass es eine hilfreiche Frage ist, zu fragen, was ehrt Gott jetzt in dieser Situation am meisten? Aber Abraham fragt nicht nach Gottes Willen, sondern er beugt sich dem Druck der Verhältnisse, was man menschlich verstehen kann. Er sieht plötzlich nur auf die äußeren Umstände. Er läuft schnurstracks in die erste große Krise hinein. Und wir lesen hier in Kapitel 12, Vers 10, es kam aber eine Hungersnot in das Land. Da zog Abraham hinab nach Ägypten, dass er sich dort als ein Fremdling aufhielte, denn der Hunger war groß im Lande. Natürlich war Ägypten ein attraktiver Fluchtpunkt. Ägypten war die Kornkammer des vorderen Orients. Die waren dort unabhängiger vom Regen, weil es gelegentlich Nilüberschwemmungen gab. Das war schon gut. Und Jahrhunderte später, überlegen Sie, nach der Geburt Jesu, sollte es sich einmal als ein von Gott gewollter Fluchtort erweisen. Ägypten. Aber hier lesen wir nichts von Gott gewollt. Wir lesen auch nicht, dass Abraham gebetet und gefragt hätte, Herr, was soll ich jetzt machen? Er hat auch mit Sarah nicht gemeinsam gebetet, sondern Abraham hilft sich selbst. Es muss ja nicht für immer sein, man kann auch wieder zurückkommen. Das ist alles irgendwie menschlich, naheliegend, verständlich. Aber ist es deshalb auch richtig vor Gott? Standhalten oder weichen? Der Text gibt uns einige Einblicke jetzt in Abrahams Herz, warum er so entscheidet. Und das bringt uns zu einem zweiten wichtigen Punkt. Der Druck auf Abraham kommt nämlich nicht nur von außen, sondern er kommt mindestens genauso stark von innen. Und das ist zweitens der Druck des Herzens. Erstens der Druck der Umstände, der ist unvermeidlich. Aber zweitens jetzt der Druck des Herzens. Und dieser Druck des Herzens, der ist für den Betroffenen undurchschaubar. Ein Schluck für die Stimme. So, also, der Druck der Umstände ist unvermeidlich, der Druck des Herzens ist undurchschaubar. Das ist zunächst sein Eigensinn, der Druck macht. Er sucht in der Krise jetzt nicht nach Gottes Wegweisung
obwohl er doch dessen Führung so großartig erfahren hatte bisher. Was hatte Abraham schon mit Gott erlebt? Aber jetzt regiert sein Eigensinn. Und der Eigensinn kooperiert bestens mit seinem Egoismus. Druck des Herzens. Und der Egoismus richtet sich ganz unverhüllt gegen den nächsten Menschen, gegen Sarah, auf deren Schönheit er doch so stolz war. Sarai heißt sie da noch. Und das bedeutet wahrscheinlich, die Sprachwissenschaftler sind sich da nicht hundertprozentig sicher, wahrscheinlich bedeutet es so viel wie meine Prinzessin, meine Fürstin. Und was sagt er hier, Vers 11? Als er nahe an Ägypten war, sprach er zu Sarai, seiner Frau, sieh, ich weiß, dass du eine schöne Frau bist. Wenn dich nun die Ägypter sehen, so werden sie sagen, das ist eine Frau und sie werden mich umbringen und dich leben lassen. So sage doch, du seist meine Schwester, auf dass mir wohlergehe um deinetwillen und ich am Leben bleibe um deinetwillen. Klammer auf, und du wanderst dafür in den Haaren. Verstehen Sie, das muss man zweimal lesen, um es zu glauben. Das hat Abraham wirklich gesagt. Das ist heftig. Ich denke, niemand von uns würde es wagen, seine eigenen Beweggründe so schonungslos aufzudecken, selbst wenn er sie hätte. Und es sagt viel über Gott. Und es sagt viel über das biblische Menschenbild aus, dass die Bibel diese Szene aus der frühen Biografie des Glaubensvaters nicht wegretuschiert. Gott will offenbar, dass wir diesen Text studieren. Dass wir es wissen. Dass wir Abraham auch als den erkennen, den wir hier sehen. Auch Gläubige kennen noch diesen inneren Druck des Herzens, den wir oft so schwer durchschauen. Walter Lüthi hat zu dieser Stelle gesagt, anstatt in der Stunde der Versuchung bei Gott Zuflucht und Hilfe zu suchen, greift Abraham zur Selbsthilfe. Er ist immer noch ein Gläubiger. Er hört im Verlauf seines Abweges nach Ägypten nie auf, ein Gläubiger zu sein, aber er befindet sich nun auf einer Extratour. Auf eigene Faust, auf eigene Kosten. Sein Glaube ist ungehorsam geworden und von diesem Moment an innerlich gebrochen. Und im ersten Schritt in die falsche Richtung folgen weitere. Je näher das vermeintliche rettende Ufer Ägypten kommt, umso mehr fürchtet Abraham nun die möglichen Kollateralschäden seiner Entscheidung. Er wird sich gesagt haben, na, ob das so eine gute Idee war. Als ihm das so dämmert, Vers 12, wenn dich die Ägypter sehen, so werden sie sagen, das ist eine Frau und sie werden mich umbringen und sie werden dich leben lassen. Schauen Sie mal, was ist das für ein mieser Egoist, der aus diesen Worten spricht? Es geht ihm hier um seinen nackten Hals, um sein eigenes kleines Leben. Und letztlich ist das ein zynisches Kalkül, das er in Vers 13 formuliert. So sage doch, du seist meine Schwester, auf das mir wohlergehe um deinetwillen, um ich am Leben bleibe um deinetwillen. Das heißt, wenn rauskommt, dass du meine Frau bist, dann werden sie mich umbringen, weil sie dich haben wollen. Wenn sie mich aber für deinen Bruder halten, werden sie mich bezahlen, weil sie dich haben wollen. Also machen wir es so. Und so benutzt der Egoismus die Notlüge, die zugleich eine Halbwahrheit ist, weil die wirklich um mehrere Ecken herum verwandt waren. Genesis 20, 12, das spielt hier aber keine Rolle. Und jetzt schauen Sie hin, wie sich das auftürmt, diese Sünde. Der Eigensinn, der Egoismus, die Notlüge und zur Feigheit vor den Ägyptern kommt noch der Verrat an ihrer Liebe. Abraham versagt als Ehemann in dieser Situation. Schauen Sie, er soll der Urahn eines großen Volkes werden und er sorgt nicht mal anständig für seine eigene Frau. Das ist beschämend. Obwohl Abraham wusste, welche Verantwortung ihm der Schöpfer aufgetragen hatte, auch für seine Ehefrau. Abraham wusste, was Gottes Schöpfungsplan war. 1. Mose 2, das war ihm sicherlich bekannt, dieser Text. Der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Und dann ordnet Gott die beiden einander zu. Ein Mann wird seinen Vater, seine Mutter verlassen, 1. Mose 2, 24, und seiner Frau anhängen. Und sie werden ein Fleisch sein. Sie werden lebenslang füreinander sorgen, füreinander da sein, einander tragen. Und das ist die Realität. Es ist, als ob ein Damm gebrochen wäre. Es ist, als ob ein Schutz von ihm gewichen wäre in dieser Situation. Und uns bestürmen natürlich Fragen über Fragen, die dieser Text nicht beantwortet. Warum wehrt Sarah sich nicht? Vielleicht hat sie sich gewehrt. Vielleicht hat sie gesagt, Mensch, ist das wirklich richtig? Wie hat Abraham seiner Frau diesen Plan überhaupt beigebracht?
Warum macht Sarah so mit? Fand sie die Perspektive interessant? Hat sie resigniert? Was auch immer. Natürlich trug Abraham als der Ehemann nach der Schöpfungsordnung die letzte Verantwortung. Aber hier in dieser Situation soll sie zur Sünde überredet werden. Und da hätte sie sagen müssen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Andernfalls hätte sie sich ihrem Mann unterordnen müssen, ja. Aber hier ging es letztlich um Sünde, trete ich in ein Harem ein. Und Abrahams Beispiel zeigt, wir sündigen nicht für uns allein, sondern oft ziehen wir mit unserer Sünde andere mit in diesen Sumpf hinein. Eigensinn, Egoismus, Notlüge, Feigheit, Verrat an der eigenen Frau. Das ist der Stoff, aus dem sich der Druck unseres Herzens aufbaut. Und Sie sehen, nachdem Abraham sich von Gottes Führung erstmal losgekoppelt hat, wird er zur Gefahr für seine nächsten Angehörigen, für seine liebsten Menschen. Und zugleich besudelt er sein Zeugnis für Gott gegenüber der Heidenwelt. Bitte, wie soll er den Pharao jetzt noch missionieren? Ja, was für ein Bild vermittelt er dem Pharao von einem Gläubigen, der unter der Führung des lebendigen Gottes steht? Und die eigentliche Not ist, mit der Ägyptenflucht entfernt Abraham sich nicht nur Schritt für Schritt immer mehr vom Land, sondern er entfernt sich innerlich offensichtlich auch Schritt für Schritt immer mehr von Gott. Eberhard Platte, der bekannte Seelsorger, hat für diese Dynamik ein farbiges Wort gefunden, für dieses sich immer weiter entfernen. Er hat vom Gummiband-Christen gesprochen. Wissen Sie, was ein Gummiband-Christ ist? Ein Gummiband-Christ fragt immer, wie weit kann ich das Seil noch ziehen? Wie weit kann ich noch von Gott weggehen? Er sucht gewissermaßen immer die äußerste Peripherie, die äußerste Grenze. Was darf ich noch? Die Lieblingsfrage des Gummiband-Christen lautet, was darf ich als Christ? Was darf ein Christ noch machen, um Christ zu sein? Die Leitfrage des Gummiband-Christen ist nicht, wie kann ich möglichst nahe zu Gott kommen? Wie kann ich Gott am meisten ehren? Wie kann ich ihm dienen? Sondern es ist genau die entgegengesetzte Frage. Wie weit darf ich mich entfernen? Wie weit darf ich mein eigenes Ding machen, ohne mein Verhältnis zu Gott zu sehr zu gefährden? Und verstehen Sie, das ist die falsche Blickrichtung. Das ist die falsche Blickrichtung. Natürlich müssen wir bei der praktischen Lebensgestaltung uns immer wieder Rechenschaft ablegen, ob etwa unser Hobby mit der biblischen Ethik vereinbar ist. Das ist schon eine richtige Frage. Unser Reisen. Jetzt kommt wieder mein Beispiel. Unser ins Fußballstadion gehen. Bestimmte elektronische Medien nutzen, Briefmarken sammeln, Ahnenforschung betreiben. Genauso wie unsere Hobbys auf den Prüfstand gehören, gehört übrigens auch unser Beruf auf den Prüfstand. Und da müssen wir die biblischen Maßstäbe anlegen, um zu wissen, ob das vor Gott okay ist oder nicht. Wir müssen unser Gewissen prüfen, immer wieder, natürlich. Und dabei kann es durchaus passieren, dass zwei gleich ernsthafte Christen einmal zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, weil die Bibel nicht alles im Einzelnen festlegt. Beispiel, der eine kann ganz entspannt ins Stadion gehen, also zur Zeit ja leider nicht, aber irgendwann vielleicht mal wieder, und hat dabei auch noch eine evangelistische Verteilschrift in der Tasche. Und er jubelt für Hannover 96 und führt möglicherweise sogar noch ein gutes Gespräch. Muss ich nicht ausschließen. Der andere fürchtet, vielleicht wegen seiner Vergangenheit, dass es für ihn zum Götzendienst werden könnte. Verstehen Sie? Zwei gleichermaßen ernsthafte Christen. Und beide, wenn sie keine Gummiband-Christen sind, beide werden sie die Sache mit ihrem Herrn besprechen. Und sie werden sagen, Herr, ist das in Ordnung? Ist das deiner Ehre gemäß, wenn ich das mache? Oder ist es das nicht? Aber sie haben beide die gleiche Fragerichtung. Sie sagen nicht, was darf ich? Sondern sie sagen, Herr, was ist okay vor dir? Was willst du? Und womit ehre ich dich am meisten? Und genau diese Frage hat Abraham eben nicht gestellt. Genau diese Blickrichtung hatte er durch seinen Starren nach Ägypten. Er hat nur nach Ägypten gestarrt. Er konnte gar nichts anderes mehr denken, verloren. Und dadurch wurde er in dieser Situation zu einer leichten Beute für den Teufel. Für den Teufel, der sich in der Regel Alltagssituationen bedient, um uns zu Fall zu bringen. Das ist seine Normalstrategie, ja? Und so könnte in wenigen Tagen alles kaputt gehen, was Gott bis dahin aufgebaut hatte. Der Alttestamentler Helmut Frey schreibt über diese Situation, dies ist ein bezeichnender Schachzug des Satans, der mit einem Zuge Gottes jahrelange Arbeit an diesem Menschenleben
und darüber hinaus Gottes für Jahrtausende bestimmtes Bewerk an der ganzen Menschheit matt setzen will. Es ist ein teuflischer Angriff. Denn überlegen Sie mal, Abraham gefährdet ja nicht nur seine eigene Integrität und Sarais Reinheit, sondern er gefährdet auch Sarai als das Gefäß der Verheißung. Isaak ist ja noch nicht geboren. Überlegen Sie, was hier menschlich gesehen auf dem Spiel steht. Und umso schlimmer, Abrahams Kalkül scheint aufzugehen. Die Sünde funktioniert prächtig. Vers 14. Als nun Abraham nach Ägypten kam, sahen die Ägypter, dass seine Frau sehr schön war. Und die Großen des Pharaos sahen sie und priesen sie vor ihm. Da wurde sie in das Haus des Pharao gebracht. Und er tat Abraham Gutes um ihretwillen. Und er bekam Schafe, Rinder, Esel, Knechte, Mägde, Eselin und Kamele. Na, siehste, klappt doch. Alles wie gehofft. Der Rubel rollt, das Geschäft floriert. Abrahams gesellschaftliche Position erstrahlt im hellsten Glanz. Okay, seine Ehe ist eigentlich gescheitert. Was für eine Bilanz. Und das Schlimmste ist, er hat seinen Herrn verraten. Er hat seinen Herrn verraten, der ihn gnädig geführt und reich beschenkt hatte. Wie viele Christen haben wohl ihren Erfolg oder ihren Reichtum oder irgendetwas anderes, was sie unbedingt haben wollten, und sei es einfach ihre ungestörte kleinbürgerliche Bequemlichkeit? Wie viele Christen haben das bezahlt mit einer Beschädigung ihres Verhältnisses zu Jesus und zu seiner Gemeinde? Wie viele? Aber die Rechnung kann zwischenzeitlich aufgehen. Sünde führt nicht immer direkt in Not. So wie Gehorsam nicht immer direkt zu Erfolg führt. Sünde kann zwischendurch funktionieren. Sünde kann sich scheinbar auszahlen. Lassen wir uns also nicht blenden, dass wir sagen, oh, geht ja alles wunderbar, läuft ja alles gut, also muss es Gottes Wille sein. Abraham landet in einer gut gepolsterten Sackgasse. Wobei ich mich frage, ob er auf diesem Polster eine einzige Nacht gut geschlafen hat. Das ist Spekulation. Er sieht diesen Erfolg, aber seine Frau sitzt an anderer Stelle. Und ich denke, spätestens hier ist dem letzten Leser klar, wenn es auf Abraham angekommen wäre, dann wäre die Heilsgeschichte bald zu Ende gewesen. Dann hätte Paulus niemals schreiben können, was er dann später im Römerbrief geschrieben hat. Was sagen wir denn von Abraham, unserem Stammvater? Was hat er erlangt? Ist Abraham durch Werke gerecht geworden? So könnte er sich wohl rühmen, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Und dann beschreibt er, wie Abraham zum Vater des Volkes Israel und dann zum Vater vieler Völker gesetzt wurde. Und wir haben das gehört in der Lesung, eben Galater 3, Vers 6. Abraham hat Gott geglaubt und es ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Er kennt also die aus dem Glauben sind, das sind Abrahams Kinder. Und dann lesen wir, was Hebräer 11 schreibt über den gläubigen Abraham, der Gott mehr vertraut hatte als dem, was er sichtbar vor Augen hatte. Und jetzt vergleichen Sie das mal mit dieser Situation. Keiner hätte noch einen Pfifferling auf den gegeben. Vielleicht sind Sie gerade in so einer Sackgasse angekommen. Der Druck der Umstände hätte von Ihnen eine mutige und treue Entscheidung gefordert damals. Aber der Druck Ihres Herzens war einfach zu stark. Ihr Eigensinn, Ihr Egoismus. Und dann kamen die Notlügen dazu und die Feigheit. Und jetzt sitzen Sie vielleicht fest. Sei es in Ihrem offenkundigen Scheitern. Vielleicht sitzen Sie aber auch fest in Ihrem Erfolg, der Sie im Griff hat inzwischen. Und der Sie bestimmt und nicht mehr Sie Ihren Erfolg. Oder Sie sitzen vielleicht nur fest in alten Gewohnheiten und Sie wissen, es ist nicht okay. Weil manchmal das Gewissen anklopft. Wie soll man da wieder rauskommen? Dann sehen Sie, was jetzt passiert. Zum Schluss. Genesis 12, Abvers 17. Aber der Herr, plagte den Pharao und sein Haus mit großen Plagen um Sarais, Abrahams Frau willen.
Da rief der Pharao Abraham zu sich und sprach zu ihm, warum hast du mir das angetan? Warum sagtest du mir nicht, dass sie deine Frau ist? Warum sprachst du denn, sie ist meine Schwester, sodass ich sie mir zur Frau nahm? Also dass er sich sie in den Harem reingeholt hat. Und nun siehe, da hast du deine Frau, nimm sie und zieh hin. Und der Pharao bestellte Leute um seinetwillen, dass sie ihn geleiteten und seine Frau und alles, was er hatte. Jetzt kommt ein dritter Druckfaktor ins Spiel und das ist der Druck der Wahrheit. Der Druck der Wahrheit. Der Druck der Umstände ist unvermeidbar. Der Druck unseres Herzens ist undurchschaubar. Aber der Druck der Wahrheit, der ist unentrinnbar. Der Druck der Wahrheit. Abrahams Lüge kommt heraus. Abraham fliegt auf. Die Initiative dazu, von wem geht sie aus? Von Gott. Einzig und allein von Gott. Aber der Herr. Wir können viel probieren, wir können viel tricksen. Aber der Herr. Überlegen Sie, Abraham lief davon, aber Gott ist ja immer noch da. Gott geht hinein sogar, er geht mit hinter die Mauern des Pharao-Palastes. Er ist ja noch da. Er ist ja noch immer da. Und Gott lässt nicht zu, dass seine Verheißung Schaden leidet. Und jetzt bekommt Abraham richtig Druck. Jetzt bekommt er göttlichen Druck. Jetzt bekommt er heilsamen Druck. Das ist schmerzlicher Druck. Aber Gott rückt die Dinge ins Licht. Der Druck der Wahrheit, wenn ich das so sagen darf, presst Abrahams Schuld förmlich heraus. Der Druck der Wahrheit, der presst seine Schuld so richtig heraus. Eigentlich sollte Abraham ja zum Segen für die Heiden werden, Kapitel 12, Vers 3. Er sollte zum Segen für die Heiden werden, aber dem Pharao wird er erstmal genau zum Gegenteil. Und man weiß nicht, womit Gott den Herrscher plagt. Das wird ja hier nicht weiter ausgeführt. Hier steht nur, der Herr plagte, Vers 17, den Pharao mit großen Plagen. Vielleicht hatte er schlechte Träume, vielleicht wurde er krank. Wir wissen es nicht. Jedenfalls ahnt dieser Heide, dass mit der neuen Haremskandidatin irgendwas nicht stimmt. So, der Kontext macht deutlich, dass da wahrscheinlich noch nichts passiert ist. Er hat ein Gewissen, das ausschlägt. Er hat ein gewisses Rechtsempfinden. Das, was Paulus in Römer 2 das Gewissen der Heiden nennt. Die ahnen, was gut und was böse ist, weil sie Gottes Geschöpfe sind. Und möglicherweise hat der Pharao die Sarai dann auch direkt gefragt, hey, nun sag bitte, wer bist du? Und was ist deine Identität wirklich? Und jedenfalls fliegt der Schwindel auf. Abraham muss dort zu einem hochnotpeinlichen Verhör antreten. Da rief der Herr, Vers 18, Abraham zu sich und sprach zu ihm, warum hast du mir das angetan? Warum sagtest du mir nicht, dass sie deine Frau ist? Warum hast du mich angelogen? Warum sprachst du denn, sie ist meine Schwester, sodass ich sie mir zur Frau nahm? Und nun siehe, quasi nimm sie wieder zurück. Gott sorgt dafür, dass alles herauskommt, zum Glück noch rechtzeitig. Aber schauen Sie, wie makaber ist diese Situation. Da steht der erwählte Mann Gottes wie ein ertappter Schuljunge vor dem heidnischen Pharao und muss sich kritische Fragen wegen seiner Ethik stellen lassen. Eine irre Situation. Aber dahin führt die Sünde. Ein Ausleger sagt, da Abrahams Ohr in dieser Angelegenheit nicht zart genug gewesen war für die Sprache Gottes, so musste Gott es wecken durch die Sprache der Welt. Aber der Herr. Und wissen Sie, Martin Luther hat immer wieder daran erinnert, dass Gott alle Umstände und Menschen gebrauchen kann, um seine Kinder zu erziehen. Alle. Ja, sogar den Teufel, der, um nochmal Luther zu zitieren, nicht mehr ist als ein Kettenhund Gottes. Und nicht weiter darf, als Gott ihn lässt. Gott kann, wenn er das will, sogar den Teufel in seiner ganzen Bösartigkeit dazu gebrauchen, um Gottes Kinder zu erziehen und zurechtzubringen. Bis zu einer gewissen Grenze. Und zugegeben, manchmal ist es schwierig, die Umstände richtig zu lesen. Wenn es Widerstand gibt, will Gott dich jetzt zu einer Änderung des Kurses bringen? Bei Abraham war das ja eindeutig so. Aber es ist nicht immer eindeutig. Manchmal lässt Gott auch Widerstände zu, damit wir daran wachsen. Und damit wir erst recht geradeaus weitergehen. Und darum ist es gnädig, dass wir inzwischen ein Hilfsmittel haben, das dem Abraham damals noch nicht zur Verfügung stand. Und das ist das vollständige Wort Gottes. Da
Das ist unser großer Vorteil. Und das Wort Gottes können wir lesen. Herr, zeige mir den Zusammenhang, wo meine Frage hier behandelt wird. Und das Wort Gottes macht Druck. Das Wort Gottes entfaltet den Druck der Wahrheit. Wir lesen, wie Jeremia im Alten Testament sagt, Jeremia 23, Vers 29, ist mein Wort nicht wie ein Feuer, sagt Gott, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert. Gottes Wort macht Druck. Heilsam, Jeremia 23, 29. Aber Gottes Wort, das uns überführt durch den Druck der Wahrheit, dieses Wort Gottes, das ist nicht nur wuchtig, sondern dieses Wort ist zugleich filigran, wenn ich das so sagen darf. Also Gott arbeitet nicht unbedingt mit dem Säbel, sondern meistens mit dem Florett. Und das sehen wir zum Beispiel in Hebräer 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes, Hebräer 4, Vers 12, ist lebendig und kräftig, ja, es macht Druck, und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, also was sich eigentlich gar nicht scheiden lässt, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Das heißt, Gottes Wort operiert präzise wie ein Computer. Die Wahrheit entfaltet ihren Druck durch ihre Genauigkeit und Präzision. Und Hebräer fährt dann fort, Hebräer 4, Vers 13, und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, vor dem Wort Gottes, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen Gottes, dem wir Rechenschaft schulden. Das ist der unentrinnbare Druck der Wahrheit, die Gott uns durch sein Wort ausrichtet und vor Augen führt. Und wir müssen sagen, ja, durch die Wahrheit werden wir überführt, aber der Druck der Wahrheit, der sprengt auch unsere Ketten. Heilsamer Druck, er sprengt unsere Ketten. Ja, auch dem künftigen Patriarchen erspart Gott die Demütigung nicht. Das sehen wir hier am Schluss in Vers 19, er wird wirklich vom Hof gejagt, ja. Nun zieh hin, sagt Gott, da hast du deine Frau, nimm sie und zieh hin. Und der Pharao bestellte Leute um seinetwillen, dass sie ihn geleiteten und seine Frau und alles, was er hatte. Dieses Begleitkommando ist wahrlich keine Ehrengarde. So nach dem Motto, dass er noch mit Orchester und Fahnen schwingen verabschiedet wird, sondern diese Garde, dieses Begleitkommando soll gewährleisten, dass Abraham wirklich außer Landes gebracht wird, dass sicher ist, dass sie den Kerl los sind. Der Pharao will sich nicht weiter vorführen lassen. Er ist bestimmt ärgerlich. Aber er hat wahrscheinlich auch Respekt vor dem Gott Abrahams, weil er gemerkt hat, dass irgendwie Gott da doch seine Hand drüber hält. Jetzt weg mit ihm. Und wissen Sie, was noch auffällig ist? Sie sollten sich diese Verse unbedingt zu Hause nochmal durchlesen heute. Dass Abraham selbst mit keiner Silbe mehr zitiert wird. Was soll er auch vorbringen zu seiner Entschuldigung? Es bleibt ihm nur ein beschämtes Schweigen, Schuldeingeständnis. Und das Traurigste ist, er hat keine Chance, dem Pharao noch irgendeine zentrale Information über Gott und den Glauben zu geben. Nichts. Das Desaster in Ägypten, das wird für ihn zu einer harten, aber auch gnädigen Lektion, denn Abraham merkt, da komme ich hin, wenn ich meinen eigenen Weg gehe. Da komme ich hin, dass ich am Ende von Heiden beschämt werde wegen meiner Sünde. Und zugleich lernt Abraham, wie schnell man in Sünde fallen kann. Abraham bekommt einen Einblick in den Abgrund seines eigenen Herzens. Gerhard Terstegen, der berühmte Liederdichter, hat einmal gesagt, ich misstraue meinem Herzen in allen Stücken. Gerhard Terstegen, der dieses Lied geschrieben hat, Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten. Ich misstraue meinem Herzen in allen Stücken, das rate ich Ihnen und mir auch. Das musste Abraham erstmal buchstabieren in dieser Situation. Ich misstraue meinem Herzen in allen Stücken. Und diese traurigen Tage von Ägypten waren bestimmt auch eine schmerzliche Belastung für die Ehe der beiden. Da musste viel geklärt werden hinterher, da musste viel vergeben werden. Und auf dem Rückweg nach Kanaan, ja, es gibt einen Rückweg, werden wir nächsten Sonntag sehen, es gibt einen Rückweg. Auf dem Rückweg nach Kanaan, da hatten sie dann endlich wieder Zeit zum Reden. Und das war jetzt auch dringend nötig. Und so wird Abraham für seine künftigen Aufgaben abgeschliffen. Er wird erzogen durch seinen Herrn. Er wird später noch häufiger vor dieser Entscheidung stehen, wie zu Beginn der Hungersnot. Und häufiger wird das noch sein. Standhalten oder weichen. Gott gehorchen oder meine eigenen Wege suchen. Den Druck aushalten
oder den Weg des geringsten Widerstandes gehen. Es ist nicht so, dass er von jetzt an keine Fehler mehr machen wird. Da werden wir noch manches lesen müssen in den nächsten Wochen. Aber an der Hand seines Herrn, an der Hand dieses Herrn, mit dem er durchs Leben geht, seitdem er ihm als 75-Jähriger zum ersten Mal so richtig begegnete. An der Hand seines Herrn, da wird Abrahams Herz, und wir werden das sehen, immer mehr von Gott geheilt werden. Es wird immer mehr von Gott geprägt werden. Abraham wird wachsen in seinem Vertrauen zum Herrn. Und Abraham wird immer deutlicher erkennen, wie sehr er von Gottes Bewahrung abhängig ist. Möge Gott das auch uns geben, dass wir das immer deutlicher sehen, wie sehr wir als Gemeinde, aber auch als Einzelne von der Bewahrung des allmächtigen Herrn abhängig sind. Und in den entscheidenden Situationen, da wird Abraham dann am Ende wirklich standhalten und nicht mehr weichen. Und so hilft uns das Drama von Ägypten, mit dem Druck in unserem eigenen Leben fertig zu werden. Der Druck der Umstände, das war das Erste, den werden wir nicht abstellen können. Und fast jeder von uns könnte zur Zeit und zumal in dieser gesellschaftlichen Situation mit diesem irren Lockdown, jeder von uns könnte viele Faktoren nennen zur Zeit, die ihn und seine Familie und seine Gemeinde unter Druck setzen. Das ist unvermeidbar, das ist Fakt. Ja, und dann ist da der Druck unseres Herzens. Der Druck unseres Herzens, der aufgebaut wird durch unsere Sünde. Und den dürfen wir täglich zu Jesus bringen, indem der Gott Abrahams uns ja noch viel näher gekommen ist, den er zu uns geschickt hat, von dem wir wissen und absolut sicher dokumentiert haben, dass er am Kreuz für unsere Schuld starb, dass es Vergebung für uns gibt, weil er die Zeche bezahlt hat, dass er die Macht des Todes außer Kraft gesetzt hat durch seine Auferstehung und dass er für uns da ist, dass wir zu ihm beten dürfen. Noch viel näher und noch viel direkter, als das damals möglich war. Täglich dürfen wir Jesus bitten, uns von diesem Druck, der durch Sünde gemacht ist, aus Egoismus und Eigensinn und Feigheit und was nicht alles, uns immer wieder davon zu reinigen. Vor 2 Wochen hatte ich krasse Zahnschmerzen und es stellte sich heraus, dass sich unter einer Füllung eine Entzündung gebildet hatte und die drückte auf den Nerv. Und es musste sein zum Zahnarzt. Und der Zahnarzt, er machte heilsamen Druck. Der Zahnarzt bohrte das Ding auf, er ging dann mit so einem Gerät, dessen Namen ich nicht kenne, hinein, er drehte das. Vorher hat er noch gefragt, na, wollen wir hier Betäubung machen und so weiter. Aber ich sage, jetzt lieber so, ne? Ich hoffe nur, dass ich nicht ihre ganze Praxis zusammenschreie, ist auch nicht passiert. Und dann hat er wirklich Druck gemacht und dann hat er rausgeholt, den ganzen Dreck. Aber das war noch nicht alles. Er hat das gereinigt und er hat dann so eine Salbe, so eine Tinktur hineingefüllt, um das Ganze richtig zu reinigen. Und man merkte, wie der Druck nachließ. Und nach 3 Stunden war alles vergessen. Ja? So gebraucht Jesus den Druck der Wahrheit, mit dem er nicht an unsere Zähne, sondern an unser Herz herangeht. Und Jesus macht Druck, Jesus macht heilsamen Druck, er überführt uns von unserer Schuld, er holt den Dreck daraus. Aber er macht es dann auch heil, er lindert das dann auch. Er füllt dann gewissermaßen die Salbe, die Tinktur seiner Gnade ein. Und es wird wieder gut und es tut dann auch nicht mehr weh, sodass wir wieder brauchbar werden, um ihm treu zu dienen und ein Segen zu werden, dann auch für unsere Leute, hoffentlich. An Abraham durften wir heute diese beglückende Entdeckung machen, dass es keine hoffnungslosen Fälle gibt. Und schauen Sie, wenn Gott aus diesem Typen, aus diesem Abraham, einen Vater des Glaubens machen konnte, ein Verkünder seiner Wahrheit, dann ist bei dir und bei mir auch noch einiges drin. Und dann singen wir erleichtert, auf deine Gnade, Herr, kommt es an. Und nicht auf das, was wir selbst getan. Herr, davon leben wir, dass du gnädig bist und uns mit Augen der Liebe stets ansiehst. Auf deine Gnade, Herr, kommt es an. Das Leben haben wir doch selbst nicht in der Hand. So vieles lief ganz anders als geplant. So vieles, was wir aufgebaut, das stürzte bald schon wieder ein. Wie gut es ist, in Gottes Hand zu sein.
War jeder Tag nicht neu von Gott, dem Herrn, geführt? Wie oft schon hatten wir uns sehr verirrt, siehe Abraham. Doch seine Gnade, die viel weiter reicht noch als der Horizont, hat uns vor schlimmen Dingen oft verschont. Auf deine Gnade, Herr, kommt es an und nicht auf das, was wir selbst getan. Herr, davon leben wir, dass du gnädig bist und uns mit Augen der Liebe stets ansiehst. Auf deine Gnade kommt es an. Allmächtiger Herr, dafür loben wir dich, dass deine Gnade für uns genauso da ist, wie sie für Abraham da war. Ja, dass du uns mit deiner Gnade in Person durch Jesus noch viel näher gerückt bist. Herr, und du siehst, dass wir den Druck unserer Zeit oft sehr deutlich spüren. Für unsere Familien, für unsere Gemeinden, für uns selbst. Und Herr, wir wissen, dass da auch der Druck in unserem Herzen ist. Bewahre uns vor uns selbst. Hilf, dass wir damit immer wieder zu dir kommen. Herr, lass uns nicht laufen. Und mache du immer wieder alles gut. Und hab Dank, dass der Druck deiner Wahrheit ein heilsamer Druck ist, ein liebevoller Druck. Dass du Reinheit schenkst in unserem Denken, in unserem Herzen. Und dass du die Ketten sprengst. Herr, so wollen wir dir auch ganz neu zur Verfügung stehen. Und ich bitten, dass was immer in den nächsten Tagen und Wochen auf uns zukommt, bewahre uns und gib, dass wir standhalten und nicht weichen. Dir sei alle Ehre dafür. Wir sind abhängig von dir. Amen. An dieser Stelle verabschieden wir uns wie immer von allen, die über den Stream dabei waren. Sollten Sie in Sachsen wohnen, in der Nähe von Meißen, sagen wir, dort werde ich von Montag bis Mittwochabend Vorträge halten. Schauen Sie einfach auf meiner Homepage nach und vielleicht sehen wir den einen oder anderen Jahr dann dort wieder. Seien Sie dem Herrn befohlen, ansonsten kommenden Sonntag wieder hier vor Ort. Und wir wollen jetzt das Lied singen, was ich zuletzt zitiert habe. Auf deine Gnade, Herr, kommt es an.